So, wir wurden kurz unterbrochen, also von der Zeit einerseits und von meinem Speicher. Genau, also letztes Mal, also für mich kurz unterbrochen, für euch einen Tag unterbrochen. Letztes Mal war enorm viel Stress. Das war echt heftig. Und zwar, es ist alles gleichzeitig passiert. Ja. Erstmal, wir haben miese gemacht, dann ja, sind die Bären ausgebrochen, dann hier war, also dann ist hier die Barriere kaputt gegangen, dann die da war auch komplett im Arsch, dann ist die kaputt gegangen und dann haben die die ganze Zeit protestiert, das machen sie immer noch, wegen der Shania, die hier festgebackt ist. Also, die kommt nicht mehr da weg und ich kann sie auch nicht mehr wegmachen. Ich habe schon eigentlich alles versucht. Hier kann man ja die Tiere anschauen. Und hier kann ich die auch nicht. Tierpraxis, ja. Genau, hier steht halt die ganze Zeit, dass es entkommen ist, aber das ist es ja nicht. Und ich kann sie auch nicht freilassen, ich kann sie auch nicht verlegen. Ich kann die Shania, die ist ja hier in der Box quasi. Ich kann hier auch nichts machen, weil die ist komplett. Nee, das ist hier jetzt eine andere. Hä? Ja, aber die hat zwei Dinger in der Hand. Das ist ziemlich blöd. So, und jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle. Das ist ganz gut. Warte mal, hä? Also, okay, ich dachte gerade. So, Mitarbeiter. Jetzt mache ich hier auch eine Tierpraxis hin. Forschungszentrum. Mitarbeiter, Quarantäne, Tierpfleger, Forschung, Tierpraxis. Ja, die sieht ja nicht so schlimm anders aus. Warte mal, kann ich hier einen Weg machen? Ja, wusste ich. Wusste ich doch. So, kann ich hier einen Weg dazwischen machen? Längen. Natürlich nicht. Das ist ja jetzt doof. Ist da jemand drin? Ja, da geht gerade jemand rein. Kann ich das da? Sehr schön, und dann kann ich doch hier einen Weg reinmachen, ne? Zwar einen hässlichen, aber es ist ein Weg. Gut, dann mache ich hier die Tierpraxis rein. Tierpraxis hier. So. Und das da ist dann im Arbeitsbereich Eingang. So. Warte. Arbeitsbereich Eingangsbereich. Ich bin gerade verwirrt, dass die da nicht angegeben sind. Oh, habe ich das vergessen zu machen? Warte mal. Norden. Ja, das passt. Steppe. Ja, das passt. Und
Ja, das passt auch. Okay, alles klar. Warte, der kommt noch dazu. Gut. Warte, und dann... Ah, gut, sie hat's geschnallt. Sehr schön. Das ist sehr gut. Dann mache ich hier noch eine Verbindung. Hier mache ich dann noch eine Verbindung. Dann mache ich hier den Weg hier weg. Länge. So. Dann mache ich den Weg hier komplett weg. Den drehe ich mal. So. Und dann kommt hier. So. Gut. Dann können die nämlich hier schön entlang gehen. Aber müssen sie ja jetzt nicht mehr. So. Gut. Also. Genau. Tier aus Box holen. Aus Box holen. Aus Box holen. Aus Box holen. Oh, ist gestorben. Tierarzt buchen. Krankes Tier entdeckt. Quarantäne. Genau, springen im Box schon wieder. Wegen inkorrektem Daseins. So. Springbock. Das verstehe ich halt immer noch nicht. Dass die, ich. Warte mal. Heißt, 3 bis 35, also insgesamt 35 ist die Gruppengröße. Und das heißt entweder 34 Männchen und ein Weibchen oder ein Männchen und 34 Weibchen. Das wäre natürlich. Dann zicken sich aber die Frauen wirklich drum. Nee, Schmarrn. Also, wenn es ein Weibchen und 34 Männchen sind. Alter. Das wird nicht gut ausgehen. Dann zicken die Männer sich die ganze Zeit an, wer die Dame begötten darf. So, das ist natürlich ein super Typ. 5,9. 11. Ja, okay, der ist schon fast tot. 3,9. Fruchtbarkeit ist gar nicht da. Dann lasse ich den frei, ne? Also es war cool, dass ich ein Albino habe, aber... Aber das ist halt ein Männchen, ne? Für 21, ja, das passt. So. Wie viele von denen habe ich denn gerade? Tier entkommen. Ich will das löschen. Ich will nicht das. Ich kann es halt nirgendwo. Ich kann es halt nirgendwo. Hin verfrachten. Also am besten stirbt es irgendwann schnell. Gut. Genau, jetzt nochmal. So süß.
Genau, ich habe zwei Männchen und zwei Weibchen. Also das eine Männchen wird bald sterben. Das ist in Ordnung. Okay, der kommt wieder zurück. Naja. So, die Hunde sind auch, die Hunde, die Wölfe, Entschuldigung, sind auch gut unterwegs. Muss ich ja noch schauen wegen den afrikanischen Wildhunden. An Altersschwäche gestorben. Da habe ich schon... Genau, wurde schon angefordert. Und hier sind zwei Männchen. Ein etwas älterer, das ist der Alpha. Den könnte ich... Den kann ich verkaufen. Okay, alles klar. Liste der Bußgelder, minus 500 Aktivisten entdeckt. Wölfe. Ah, das ist die. Okay. So, wenig Geld, ja, das ist wahr. Aber es normalisiert sich wieder. Alpha Strauß. Ah, genau, die Strauße. Ernsthafte Verletzung? Du böser Mann. Ey. Sauberkeit. Die, schon wieder die. Das ist. Kann ich die irgendwie entlassen oder so? Vielleicht ist das sogar das Beste, wenn die dann geht. Ernsthafte Verletzung. Steppe. Jetzt ist der Alpha. Ja. Du kannst jetzt, na, der ist auch fast tot. Das klingt so böse. Aber, naja, okay. So. Du gehst gerade dran vorbei. Hier kannst du was zu trinken kaufen. Egal. Wenn die zu dumm dafür sind. So. Gut, wenig Geld. Ja, 4000 ist jetzt nicht perfekt, aber es ist nicht ganz wenig Geld. Wie viel bekomme ich denn? 8000. Man hat mich bestohlen. Hier sind aber Kameras.
Ach, cool. Cool, man kann die steuern. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber wenn ja, dann ist es gut. Aber eigentlich müsste die Tatsache ausreichen, dass hier eine Kamera ist. Müsste eigentlich ausreichen, um die dann davon abzuhalten. Kein Strom! Ah, das ist ja egal. Wie gesagt, das sollte hier reichen, dass hier eine Kamera ist. Oder also wahrscheinlich ist hier beim im Spiel ist es dann nicht so, weil die Bösewichte, die wissen natürlich, ob eine Kamera funktioniert oder nicht. Natürlich. So, ernsthafte Verletzung. Auch ernsthaft. Hä, wieso? Haben die sich gefetzt oder was? Okay, warte, ich muss hier wieder mal ausdünnen. Das ist ja echt. Krass. Gut, also. Der da kommt frei. Der da kommt frei. Ich lasse die, also die Pfaue lasse ich alle frei, weil die werden nicht gekauft. Also es gibt so viele, die einen Pfau anbieten. Deswegen. Warte, den goldenen lasse ich mal. So, Silber, ja. Hauptsache hier sind mal ein bisschen weniger. Sind noch zu jung, ne? Ja. Gold. Auch Gold. Bronze. Nicht. So. Verletzt. Ja. Aber nicht, dass ich jetzt alle weiblichen weggebe, ne? Hier ist ein Weibchen, hier ist ein Weibchen, hier ist ein Männchen. Hier ist ein Männchen. Menschen. Weibchen, aber selber. Okay. Dann kann ich die da auch frei lassen. Ja, in den Albino behalte ich noch ein bisschen. Ja,
Die lasse ich auf Hall. So, ich glaube, jetzt ist es vom Platz her auch wieder besser. Gegen, ja, passt. Gut, wir haben 500. Wir haben 500. Das heißt, nach Adam Riese. Will er nicht? Okay, dann mache ich hier 20. Und du... Ich kann dich nicht freilassen. Das geht nicht. Die sind irgendwie... Geht das? Ja, das geht. Okay. Hauptsache sie ist weg. Gut, dann werden wir mal schauen, ob wir endlich unsere Löwen haben können. Naja, hier ist einer für 500. Uiuiui, die sind schon heftig. Für ein... Wow. Ja, okay, also das ist halt richtig kacke, aber es ist ein Löwe, also Elefant. Aber der ist nicht gut. Aber es ist ein Elefant. Ja, afrikanische Wildhunde werden auch zuhauf angeboten. Königstiger können wir uns auch überlegen. Der ist gut. Königstiger. Die sind in Indien. Indien und China. Okay, 1 bis 2. Paarungsverhalten, Polygyn. Männchen paaren sich mit mehreren Weibchen. Weibchen haben einen männlichen. Beziehungsweise Menschen. Okay. So. Ja, Tiger wäre natürlich auch richtig nice. Da bin ich so aufgeregt, dass ich gleich mein Glas umschütte. Vor Tiger würde ich dann schon... Würde ich dann schon ein Gepard und sowas. Also das Asiatische kommt dann erst später, würde ich sagen. Hier Gepard. Der ist gut. Der ist echt gut. Quadratmeter, das ist echt wenig. 1 bis 3. Partnerlose Männchen können zu dritt überleben, aber Weibchen nicht. Also quasi eher, also 1 bis 3 ist dann, ja, ich mach mal, 2. Also ein Männchen, ein Weibchen. Also wenn ich das mache. Ich glaube, wir bekommen sogar wirklich eher... erst die anderen. Ja, jetzt wo ich die nicht brauche, ne? Kommen die Schneeleoparden. Königstiger. Geißenkrokodil. Netzgiraffe. Giraffen. Das wäre auch was cool wäre. Aber die ist noch ganz okay. Aber es sind nur weibliche. Kleine Panda, oh Mann, die kommen auch irgendwann. Unbedingt. Die sind so knuffig, I gonna die. Die kommen nach den Geparden. Also zuerst will ich. Also ich will halt das Gehege hier voll machen. Also Löwen werden schon am besten jetzt. Ah, verdammt. Der ist wenigstens noch ein bisschen fruchtbar. Die sind alle nicht so wunderbar.
Alter, jetzt kommen die ganzen Schneeleoparden. Ja, war ja klar. Wahrscheinlich, sobald ich meine Schneeleoparden anbieten könnte. Durchschnittlich, aber es könnte gehen. Hm. 1300, das habe ich. Uiuiui. 2 bis 12. Giraffen. Oh, jetzt kommen die Löwen. Nein, nein. Also der wäre noch interessant, weil das Immunitätsgen, das kann ich ja noch pushen. Also durch Forschung und so. Aber wir schauen mal weiter. Krokodile bin ich jetzt echt nicht so der Fan von. Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Die ist ganz gut. Die ist halt schon 8 Jahre alt. Die ist erst 5. Wie alt werden die? Oh, jetzt muss ich schon wieder weg. Die werden... Ja, bis zu 25 Jahre. Beziehungsweise Sterilität. Aber wie alt werden die insgesamt? Ha. So, nochmal kurz die... Der ist nicht schlecht. Der kostet aber... Dann, danach haben wir wirklich nichts mehr. Und ich würde gerne auf einen Schlag die Löwen holen. Ich weiß, das schaffe ich mit 500 nicht. Aber... Naja. Die ganzen Wildhunde. Also Wildhunde kann man eigentlich auch nicht mehr verkaufen, weil es da so viele gibt. Die da könnte man auch noch in das große Gehege bringen. Die Bongos glaube ich nicht. Die wollen alleine sein. Gepaart. Der ist gut. Der ist echt nicht schlecht. Aber Geparden, den kann man halt wirklich auch alleine kaufen. Der ist auch nicht schlecht. Wow, der hat überall 50%. Das ist lustig. Hm. Das ist echt lustig, so 100 und der andere 30, ne? Ja, Strauße werden auch komplett überrannt hier. So, ich würde noch ein bisschen warten, bevor wir dann die Löwen kaufen oder entweder Löwen oder Giraffen oder Geparden. Warzenschweine könnte man auch sich mal holen.
Taiwanischer Schwarzbär. Komisch, dass es keine Eisbären und und so Pinguine und sowas gibt. Das wäre mal auch interessant. Isabella-Bär, Nilpferd, Elefant. Aber beide sind nicht wirklich. Ja, jetzt kommen die Pfaue, die brauchen nicht ganz zu schauen. Also bei Löwen wäre es halt interessant, die jetzt zu holen. Weil da habe ich halt schon das Gehege, ne? Aber das schaue ich mal immer mal wieder rein. Weil jetzt ein neues Gehege, da brauche ich ein bisschen mehr Kohle. Wenig Geld ja. Ach, das weiß ich nicht. Hat Stress? Ja, dann geh mal hier weg. Forschung abgeschlossen. Alter. Die forschen ja heftig. Stromquelle versagt. Die Frage ist ja, zu wem, zu welchen gehört es. Ja, aber hier braucht ihr ja keinen Typen suchen. Wildhunde. Ja. Aber die anderen haben eine volle Punktzahl, das ist schon mal gut. So. Löwen ist beschädigt. Ja, Löwen ist jetzt nicht so schlimm, aber die anderen, warte. Da schaue ich mal nochmal. Okay, 68, das ist noch in Ordnung. 74 ist in Ordnung. 100 ist gut. 66 ist gut. 73, 80, 60. Wieso sagst du das nicht? Hä, bist du... Warum sagst du das nicht? Das ist doch voll dämlich. Wieso sagst du das nicht? Na egal. Ja, hier muss ich auch mal wirklich weiterbauen, damit hier das auch noch besucht wird. So. Techniker. Strauß ist hungrig. So. Alpha-Status. Alpha-Weibchen. Alpha-Männchen. Männchen. Wer denn schon wieder? Afrikanischer Strauß. Ja, das ist ein Männchen. Das ist ein Männchen.
Das ist ein Männchen. Gut, den lasse ich. Hi. Wie gesagt, die Idee zu verkaufen. Ich habe die letzten beiden goldenen auch für fast nichts verkauft. Und, ja. Also, ersparen. Also, ich habe die für fast nichts angeboten. Und die wurden nicht gekauft, weil es gibt halt so viele. Deswegen lasse ich die jetzt einfach frei. Also. So, Alpha Springbok. Ich finde es so lustig, dass die sich immer hier unten verstecken. Warte, warte, warte. Was? Warte. Das ist dein Papa. Jetzt hör mal auf hier. Okay, die Kleinen sind schon wieder schon erwachsen, ne? So, Forschung abgeschlossen. Ja, gegen was protestieren die da? Die protestieren gegen einen Schmarrn. Protestieren gegen einen Bug. Ich kann nichts dagegen tun. Inkorrekten. Stirbt die bald mal? Ich glaube, ich entlasse die. Ja. Weil geht nicht anders. Geht nicht anders. Ja, selber schuld, du lässt die Kiste nicht los. So, jetzt muss ich wegen dir eine neue Tierärztin. Warte, oder Tierarzt, engagieren, der hat Arbeitsbereich, Eingangsbereich, so. Warte, nee, Vogel, gell? Und der heißt Vogel, oh, Vogelbaumann. Und er bekommt noch weniger Geld. So. Gut, mal schauen. Ey, lass die Klamotten hier. Die hast du nicht ein Geschenk bekommen. So. Bin mal gespannt, ob die jetzt was mit dem Tier dann passiert. So, Strom ist super, ist fertig, Barrieren sind auch fertig. Dann werde ich mal hier das ändern in eine. Ups. Nicht genug Geld. Dann werde ich das bald mal ändern. Nimmt sie das jetzt mit? Nimmt sie den Vogel mit? Vielleicht.
Okay. Ich glaube, das hat gar nichts gebracht. Ich glaube, das hat gar nichts gebracht. Ist das dämlich? Warte mal. Hä? Ich hab doch. Hä? Ich hab den doch. Willst du mich verquaken? Achso, ne. Der ist kaputt. Aber hier steht nicht, dass er kaputt ist. Na. Komisch. Okay, inkorrektes Verhältnis. Dann beenden wir mal das Verhältnis. Also, 1, 2, 3. Also, wir haben viele Männchen. Ist entkommen. Das ist echt lustig. Ey. Hier geht es alles, aber den sehe ich ja nicht mehr. Weil er existiert gar nicht mehr. Kann ich den löschen? Nein, verlegen die dich. Es geht gar nichts. Das ist so idiotisch. So idiotisch. Ja, Weibchen behalte ich mal alle. Weil die sind ja nicht die, die Probleme machen. Ah, warte mal, wieso protestieren die, wenn ein, wenn, kann ich die nicht rausschmeißen? Ich hoffe, die stirbt irgendwann. So, 1000 bekommen wir Einnahmen. Hyänen. Oh! Warte, ups. Die Hyänen kämpfen. Das ist natürlich blöd. Warte. Wie viele Hyänen habe ich denn? Töpfel, 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 Töpfel. Wo ist der Töpfel da? Ja, kann ich verstehen. Gut, also. Ah, das ist blöd. Das ist ziemlich bad. Ich brauche hier bald eine neue. Ah, der ist ganz gut. Vielleicht wird die nochmal schwanger. Den behalte ich. 5 Jahre. 9 Jahre. Ups. Den kann ich. Ah, die Kamera manchmal, ne? Hä? So, hier. Den kann ich. Wie ihr seht, denn der. Ja, nee. Den lasse ich frei. So, und der andere, der gerade hier spielt. Ah, das ist der alte. Okay. Die Forschung ist abgeschlossen. In Afrika. Dann. So, da brauche ich bald mal hier ein neues Weibchen, aber jetzt noch nicht. Wenig Geld, ich weiß. Alpha-Status. Ah, das ist ja. Ich müsste mal aufs Klo. Ja, hier sind ja fast keine Klos, ne?
So, okay, alles klar. Gut, jetzt haben wir schon 600 freie Dinger. Du hast jetzt wieder Strom, oder? Ja, denke auch. Springbock. Diese Springböcke. Ah, da. Sieben Jahre alt, 12 Jahre alt. Den tue ich jetzt mal weg. Weil der nervt nur. Der ist schon richtig gut, aber warte, Springböcke gibt es halt auch viele. Es gibt viele Löwen. Da schaue ich später mal vorbei. Schau, jetzt geht das halt richtig schnell, aber ich habe nichts geändert oder irgendwas anders gemacht. Afrikanischer Strauß schon wieder. Ja, hier kommen jetzt die ganzen Strauße. Strauß, Strauß, Strauß. Handy hat gesprochen. Okay. Dann schon wieder 50 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, schaue ich mal, ob. Also ich verkaufe hier den Springbock. Und schau, ob wir einen Löwen bekommen. Momentan, naja, eher weniger. Gut, dann danke. Ah, hier. Der eine für 400 und der andere für 19, der viel besser ist, ne? Und die goldenen 130. Ja. Gut, das bringt dann nicht wirklich was, dann lasse ich den einfach frei. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sizo wa kachina.